Hallo und willkommen zurück in The Long Dark. Wir sind noch bei der Episode 3 und der gefallene Stern. Das Ganze dauert hier länger, als ich mir das vorgestellt hatte. Zwischenzeitlich habe ich noch mal schnell Feuer geholt, also Feuerholz geholt und ja, damit wir uns hier aufwärmen können. Allerdings auch, damit wir was sehen und wegen der Fackel. Aber die Nacht, die ist schön hell, also brauche ich gar keine Fackel. Hervorragend. Der Gwen geht's gut, ja, uns selbst geht's auch recht gut. Hat mich schon wieder ganz gut aufgewärmt hier. Und ich würde sagen, dann gucken wir nach der Tageszeit. Ja, wir haben es Mitternacht, würde ich sagen. Und haben wir noch irgendwelche Gebrechen? Unterkühlung. Ja. Schlafen möchte ich jetzt nicht, obwohl. Könnte man machen. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt sein. Nee, das machen wir nicht. Das wäre ein bisschen zu langweilig. Also, wir schnappen uns jetzt die gute Gwen und sehen zu. Denn wir sind sowieso extrem langsam jetzt. Und beim Feuerholz suchen habe ich was gefunden, wo wir hier vielleicht sogar raus können. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Wir sind extrem langsam. Und der Weg ist verdammt weit. Dann kann ich nur noch hoffen, dass keine Wölfe kommen. Und dass ich die Stelle wiederfinde. Das wäre hervorragend. Ja, ganz genau. Wir werden dich nicht im Stich lassen. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier war das doch, oder? Ja. Ah, ich kann mich nicht bücken. Was mache ich jetzt? Tja. Eine gute Frage. Wie macht man das jetzt? Ich kann nicht mit ihr zusammenkriechen. Das ist ungeschickt. Um nicht zu sagen, ganz blöd. Tja. Dann ist das hier wohl nichts. Oder warten wir am Feuer, wenn es ihr 100% besser geht? Vielleicht. Probiere ich mal schnell. Vielleicht, dass er dann selber läuft. Das wäre eine super Sache. Na gut, also nochmal zurück ans Feuer. Ja, super. Also so würden wir garantiert auch nicht ankommen, glaube ich. Oha. Ja. So. Gut, dann tun wir sie hier noch mal platzieren. Voll hingeklatscht. Nein. Was macht man doch nicht? Ja gut, okay. Also ihr geht's jetzt 76% besser. Oha, Schmerzen. Ja. Und ein verstauchtes Handgelenk. Also erstmal da wieder kümmern. Ja, verstauchtes Handgelenk, genau, da sollten wir einen Verband nehmen. Und jetzt noch was gegen die Schmerzen. So. Okay. Jetzt haben wir nur Verstauchungsrisiko. Getting a bit thirsty. Das heißt, wir sollten doch schlafen. Ja, ich komme nicht drum herum. Ja. Gut. Das Feuer geht lang genug.
Oder ist lang genug an, da kann ich hier auch ohne weiteres 6 Stunden, dann ist sie besser ausgeruht. So, und gleich mal aufheben. Okay, und wir haben es, ja, im Prinzip jetzt richtig hell. So, 100%, aber aufstehen will sie trotzdem nicht. Mal schnell eine Diagnose stellen. Ja, das Problem möchte ich jetzt auch gerne wissen. Also, welches Problem sie hat. Ja, gut. Alles in Ordnung, alles schick, aber... Oh, wir haben selber auch Durst. Moment. Ui. Gut. Wir sollten noch mehr trinken. Okay. Was, wir hatten da jetzt eben gegähnt? Kann doch nicht wir gewesen sein. Und... Ein bisschen noch was essen, auch nicht schlecht. Ja, gut. Tja, jetzt ist die Frage, wo kommen wir mit der Gwen durch? 4 Stunden haben wir noch. Wem ist jetzt hier kalt? So, okay, das, was ich da gefunden hatte, hat also nicht funktioniert. Aber vielleicht gibt es ja hier in der Nähe was Besseres oder was ähnlich Gutes. Sieht's da aus? Nee, ist ja noch schlimmer. Da geht's ja gar nicht durch. Ich werde sie tragen müssen. Ich komme nicht drum herum. Das ist äußerst unschön. Auch nicht hoch. Versuchen müssen wir es ja mal. Nö. Füße heben ist auch bei ihr nicht drin. Na, mal gucken. Vielleicht hier. Nö, auch nicht. Wir sitzen hier fest. Boah, Gwen, du musst aufstehen. Boah, das gibt's nicht. Nein. Das ist doch eine schöne Sache hier. Warte mal, Moment. Wir sind jetzt aber nicht zurückgelaufen, oder? Moment. Ich bin doch jetzt nicht etwa... Doch. Nein. Ah, eine Höhle. Das ist ja cool. Erste-Hilfe-Set. So, hier noch Holz. Okay, und da ist was zum Schlafen. Gut. Tja, jetzt würde ich sagen, Gwen holen und... Moment, ist das eine Höhle, wo wir durch können? Sieht mir nicht danach aus, oder? Nee. Okay, das ist also keine gute Sache. Hier gucken. Oder will ich hier auch nicht wiederkommen? Nee, nö. Habe ich noch? Brauchen wir nicht. Gut, dann mal gucken, ob wir hier weiterkommen. So. Nein! Das ist doch die Stelle hier unten. Doch gar nicht. Vielleicht ja hier. Na, das sieht mir nicht danach aus.
Und da kommen wir nicht. Doch, da kommen wir hoch. Nein, doch. Was denn jetzt? Ja, nein, doch. Vielleicht. Ich brauche nur einen Weg, wo wir dann auch weiterkommen. Ah, in dem Sturm. Aber Moment. Das kann ja nicht sein. Kann ich jetzt nicht glauben. Sollten wir etwa hier lang zurück? Das ist jetzt nicht schön. Okay. So, und was ist, wenn wir nicht mehr zurückkommen? Wir können doch die Gwender nicht liegen lassen. Oh nein! Ui. So. Ja, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es kalt ist. Aber wir müssen die Gwender wiederfinden. Moment. Da sehe ich ein Feuer, das ist gut. Ein Teil vom Flugzeug. Jetzt müssen wir noch das andere Teil finden. Da, wo auch die Gwen rumliegt. Das ist sie nicht. Oh. Oha. Na, mir geht's immer noch gut. Alles super. Gut. Hm. Also wenn das wirklich so ist... Ja. Es ist uns aber auch unfassbar kalt wieder. Hm. Ah. Unten rechts der Kreis, wenn der voll wird, dann ist das, glaube ich, nicht so gut. Ja, ja, bleib bei mir, genau. Oh. Bin ich ja hier völlig falsch. Moment, da lang. So. Ja, der Versuch, schneller zu werden, bedeutet nichts Gutes, glaube ich. Bin ich mir jetzt hier? Okay, das Feuer, die alte Feuerstelle haben wir. Das bedeutet, hier irgendwo muss die Stelle sein. Aber ich komme mit der Gwen da nie hoch. Niemals. Oder? Ich glaube nicht. Okay, also wiedergefunden haben wir es. Mal gucken. Ja. Okay, wir kommen hoch. Das ist gut. Wie gut das jetzt ist, das weiß ich noch nicht. Und werde ich jetzt fest hier. Hallo? Naja. Don't close your eyes. Du machst dir Sorgen über sie? Hm. Kommen wir hier vielleicht runter?
sieht gar nicht so steil aus. Au. Moment. Aha. Das ist nicht gut. Das ist kein bisschen gut. So. In der letzten Folge hatte ich mich noch gefragt, wie wir zu dem Gepäck da hinten rüberkommen. Tada! Ist mir nämlich gerade aufgefallen, dass der Baumstamm hier liegt und wir doch darüber können. Aber das lassen wir jetzt schön bleiben. Gucken, ob wir hier weiterkommen. Hm. Jo, bis jetzt nicht. Oder? Sieht nicht danach aus. Oh. Astrid, du frierst. Das könnte doch gehen. Hier vielleicht. So, schauen wir mal. Sieht momentan nicht so gut aus. So. Dann schauen wir mal, wo wir hier runterkommen. Könnten. Momentan muss ich sagen, sehe ich noch ein bisschen schwarz. Nee, das wird nichts. Oder? Da. Oh. Hier aus nicht ganz so gut, oder? Hm. Ja, das könnte gehen hier, ja. Hm. Ideal wäre natürlich jetzt hier eine Höhle oder so. Also in dem Sturm, glaube ich, können wir kein Feuer machen. Irgendwas, wo wir rein können. Unterstand. So geht das nicht. Schnell, schnell. Astrid, da wo es nicht glatt ist, kannst du laufen. Lauf. Hm. Okay. Also insgesamt sieht das hier schon mal... Oh, was ist da unten? Was ist das? Ein Baumstumpf. Okay. Können wir da vielleicht rein? Oder zumindest... Ja. Ah. Sehr gut. Uff. So. Dann... Genau. Da legen wir sie hin. Easy. So, 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 so. Okay. Gut. Können wir hier ein Feuer machen? Nein. Wir könnten hier ein bisschen was durchsuchen. Also richtig warm wird uns gerade nicht. Hm. Was haben wir da? Wasser. Nehmen wir mit. Ah, bisschen was zum Verkokeln. Geht zur Lichtung des Geisterhirsches. Hm. Arbeitsstiefel. Na, ich glaube nicht. Hm? Hier war ich doch gar nicht. Achso, ja, ist in der Schublade.
Die uns was nützt, ich glaube nicht. Ja, Zeitungspapier. Was haben wir da? Revolverpatronen, ja. Endlich wieder Munition für die Waffe. Holz. Ich denke, das ist nicht so gut. So. Sie wird auch nicht so richtig warm. Uns wird nicht warm. Feuer können wir hier drin nicht machen. Was machen wir? Ja, ich würde sagen... wir warten hier, bis der Sturm aufgehört hat. Und das Warten auf den Sturm, dass der aufgehört hat, würde ich sagen... nö. Ich habe keinen Beil. Würde ich sagen, mache ich offscreen. Das heißt, wir machen beim nächsten Mal weiter und... Falls ihr noch nicht habt, nehmt dann noch ein Abo mit und dann würde ich sagen, bis demnächst. Ciao!